Also wir haben eine Situation jetzt, glaube ich, gerade, wir stehen unten. Da will ich als Spieler erstmal ja, Punkte holen und Leistung zeigen und alles andere erledigt sich dann irgendwann. Ich bin da echt gelassen und ich glaube, zur gegebenen Zeit wird man sich dann auch zusammensetzen. Ja, das brauche ich ja auch nicht betonen, das habe ich ja schon oft gesagt, dass ich mich sehr wohlfühle hier. Aber ja, Gespräche werden doch irgendwann schon geführt. Was unterscheidet denn die Situation jetzt von anderen Phasen, als du auch nach einer langen Verletzungspause zurückgekommen bist und eigentlich nach Vorbereitung und Reha relativ schnell da warst, auch konditionell voll da warst? Wieso ist das diesmal anders? Ja, weil ich letzte Woche in der Rückrunde ein bisschen mehr einfach Probleme hatte und wir das diesmal ein bisschen anders aufgebaut haben und da schon ein bisschen mehr Rücksicht genommen haben, dann glaube ich auch in der Vorbereitung. Und ja, jedes Spiel, was ich jetzt mache, wird mir einfach gut tun und mir da weiterbringen. Ja, dass wir so die Trainingssteuerung ein bisschen ja, dosieren oder ein bisschen ausgewogen halten, dass ich ja, nicht alles mitmachen muss, sondern individuell die ein oder andere Einheit, was für mein Knie tue und ich im konditionellen Bereich gearbeitet habe. Ja, ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon betont, dass ich auf jeden Fall noch Luft nach oben habe im konditionellen Bereich.